Und herzlich willkommen zu, genau, Doom, Episode 2, nein, doch, nein, also Doom 2, Level 6, Episode gibt es ja nur im ersten Doom. Genau, auf los geht's los. Ja, The Quasher. Bin ja mal gespannt, wie das Level, ich habe schon ewig nicht mehr Vanilla gespielt. Auf jeden Fall begegnet uns hier auch das erste Mal Revenant. Hallo? Ja. Danke für das ultra langsame Waffenwechseln. Danke. Na, kommt her. Was ist das? Ich hoffe noch. So, wo ist der Revenant? Der müsste da hinten irgendwo sein. Ah, da ist er. Okay. Ach komm. Ja, lol. Easy. Oh, da hinten ist ein Pinky. Sehe ich schon. Ist halt ultra scheiße dunkel hier. Ah ne, ist ein Imp. Und leider gibt es natürlich im Vanilla Doom auch keine Taschenlampe. Wäre noch besser gewesen. Oh, da hinten ist die Spinne. Oh. Vor allem ist ein Spider Mastermind, oder? Oh mein Gott, wie man sie einfach schon hört. Ich habe halt hart keinen Bock auf die. Hallo! Und jetzt schnell! Hä, die greift ja gar nicht an! Was ist mit der los? Warum greift die nicht an? Nee, die ist so breit. Die ist so fett, na komm, stopp endlich! Ah ne, die lass mal unten. Ey Mädel, wir werden nicht sterben. Stimmt die nur, wenn die Ding weiter runter geht oder was? Das ist ja nicht mit Schippen viel gar nicht. Egal. So, gehen wir mal rein hier. Diese Spinne, Alter. Die spinnt ja wohl. Das sind die Kriege, die jetzt noch nicht mal aktiviert, kann das sein? Ah.
Das heißt, die Plasmawaffe ist wahrscheinlich jetzt verloren. Warum stirbt die Spinne nicht, wenn das Ding da... Die müsste doch trotzdem gedixelbumstert werden. Lass dich mal alleine, liebe Spinne. Wir sehen uns dann später, ne? Zum Dinner oder so. Dann verspeise ich Spinnen auf Aal. Ah, da war ja was. Noch mehr. Einmal erwischt, ey. Das ist ja. Und das bei Vanilla Doom. Dazu muss man sagen, während bei Brutal Doom so etwas wie eine Reaktionszeit quasi hintersteht, können die bei Vanilla Doom quasi gleich von Anfang an abballern, also losballern. Was natürlich gerade bei den Minigunnern ganz cool ist, weil man dann quasi immer direkt gehittet wird. Ja. Aber teilweise sind die einfach so dumm, dass sie das nicht machen, obwohl sie es sogar können. Wow, bitte nicht. Lol. Digga, ich hab einen Lauf, kann das sein? Hallo? Danke. Oh Gott, da sind doch schon wieder diese Revenants. Ich hab keinen Bock mehr. So. Die Sache ist, hier funktioniert mein Trick jetzt nicht, weil ich kann hier zwar raufspringen. Ups. Das wäre aber nicht regelkonform, weil wir spielen Vanilla Doom. Das heißt, ich muss jetzt hier langlaufen und damit in die Falle auslösen. Aber wenn man schnell ist. Kriegt man sie auch ausgelöst. Ja. Ohne dabei zu sterben. So. Jetzt kommen die Babys. Hab keinen Bock mehr. Ich habe nur 15 Raketen. Nee, die gebe ich mir lieber auf. Wie sieht's? Plasma. Komm, ich bleib einfach bei dir hier. Siehst du, geht doch ganz easy hier. Okay, draußen kommt die Müllkutsche. Jawollo! Perfekto! So hat das gern. Ja, dann ist noch ein Secret, aber das hätte ich mir... Obwohl, ich kann es natürlich schon mal auflösen. Warum nicht? Hallo, danke. Lava. Warum die nicht leuchtet, versteht? Normalerweise ist Lava immer so ein, dass sie da auch die Helligkeit im Raum hochmachen. Gut, würde wahrscheinlich mit der Decke scheiße aussehen. Weil wenn sie da unten die Helligkeit hochmachen, ist es da oben auch als Ring erkennbar. Aufgrund der Limitierungen der Doom Engine ist halt ein 2D-Spiel, ne? Was? Was war das gerade? Easy! Okay, was lassen wir da? Rest tun wir uns, wenn wir mit der Map fertig sind.
Falscher Taster. Ja, das war gerade ein bisschen blöd. Hat er vergessen, dass man einen abschießt, die anderen auch gleich mit rauskommen. Das war dumm von mir, aber egal. So, jetzt kommt ja ein etwas stärkerer Gegner. Na, dann nehmen wir mal die Super Shotgun. Hallo. 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 Hallöchen. So, Minigunner gegen Minigunner. Minigunner gewinnt. Voll Noobs. So. Auch noch einer, alter Lull. Der hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Aber nur ein bisschen. So. Willkommen in der Hölle. Normalerweise erledige ich die Viecher hier unten nicht, weil sie mich eigentlich nicht interessieren. Aber. Die Aufnahmen sind so schon kurz genug, von daher kann ich ja mal ein bisschen rumspielen. Das war's schon. Lol. So, nun gibt es wieder zwei Methoden, die gelbe Karte zu holen: einmal die Speedrunner-Methode. Das wäre dann quasi. Ich kann's nicht. So hier. Na? Da kann man jetzt ganz normal zum Ziel laufen. Hier SA50. Quatsch. Also einmal rüber. Wenn man es denn kann. Oder es gibt die klassische Methode, wie normaler Noob. Noobs, ich habe die Falle ausgelöst. Ja. So, die Frage ist, welche Methode nehmen wir? Offiziell wäre natürlich die offizielle Variante ganz cool. Ich glaube. Doch, wir nehmen auch die offizielle Variante. Komm, ganz ehrlich, warum nicht? Tschüss! So. Und schon kommen sie langsam alle Stück für Stück raus. Und wir können sie alle Stück für Stück abfertigen. Frage ich mit welcher Waffe? Wir nehmen mal die Waffe hier. Ich hatte gehofft, die machen sich dann mehr gegenseitig fertig. Ah, machen sie auch. Ah, sehr schön. Ach, er ist auch noch ein Gegengang. Hätte ich beinahe vergessen. Ey, komm, ist doch mal hin hier. Das dauert ja hier eine Ewigkeit, bis hier was passiert. So, danke. Dann nehmen wir jetzt mal irgendeinen random Teleporter, gehen wir mal rein und schalten mal den Schalter. So, schon mal die Munition hier mitnehmen. Gibt es da noch mehr? Lalala. Nein, gibt's nicht. Okay. Gut, dann wäre jetzt hier das Ziel. Aber wir nehmen erstmal diesen Geheimgang hier, den habe ich komplett vergessen. Der Vorteil ist, hier sind auch. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Hier ist auch noch so ein Secret mit dieser so einer Kugel, die wir eigentlich nicht brauchen. Ach ja, ein Gegner lebt noch, die Spinne draußen. Warum die natürlich wieder nicht stirbt, ist natürlich. So, hier. Da ist irgendwo. Irgendwo müsste so ein gelbes Symbol drauf sein. Digga, ich kannte die Map früher auswendig. Warum kann ich sie jetzt nicht mehr auswendig? Guck ich falsch rum? Nee, ist doch die Ding hier. Hä? Ach! Ich stand von der falschen Seite. Wow. Okay. Also doch die hier, aber man kann nicht von außen klicken, sondern man kann nur von einer Seite und zwar von der hier. Da ist das gelbe Symbol. Ja, das gelbe Symbol, da muss man klicken, kommt man daran. Egal, wir gehen jetzt wieder wohin eigentlich? Hier hin. Zu dem Secret, was wir vorhin schon ausgelöst haben. Die weiße Perle brauchen wir zwar nicht mehr, haben wir jetzt mittlerweile 200. Aber wir brauchen noch, genau, die ganze Rüstung, die hier überall rumliegt.
Die ist ganz geil. Und noch ein bisschen Muni, kann auch nicht schaden. Oh ja. Gut, ein bisschen Schafe brauchen wir noch. Ich noch ein bisschen. Ansonsten. Oh. Sollte es das gewesen sein. Dann gehen wir mal Richtung Ziel. Haben wir die Map auch schon wieder geschafft. Ja, schön. Oh Gott, ich weiß. Nein, nicht das mit diesen Main-Cubit-Dingern da, dieser komische. Wie heißt die Kacke? Was mit so einem. Genau, Dead Simply. Das ist einfach. Acht. Ne, werdet ihr sehen. Werdet ihr sehen. Außerdem. Ihr kennt ja bereits meine alten Let's Plays, heißt also, die Map ist bereits bekannt. Und die ist in Vanilla Doom nur noch beschissener. Oder mindestens genauso beschissen auf jeden Fall. In dem Sinne, schau mit V.